Dann wären wir zumindest wieder bei annähernd 10. Das ist ja leider gar nicht so viel. Und wir müssen sparen auf diesen Hacking-Laptop. Das ist fast ein bisschen ärgerlich. Weil wir halt auch echt nicht viel Geld haben. Okay, das war jetzt nicht sehr kompliziert. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt so viel Geld her? Klar, wir haben in diesem Haus noch ein bisschen was zu holen. Aber auch nicht so viel. Und das ist doch immer sehr riskant. Sehr, sehr riskant. Welcome back. Ja, ich bin noch mal zurückgekommen. Schau mal. Dieser verfluchte Hacking-Laptop kostet halt echt, ja, sehr viel. Das ist schon irgendwie doof, du. Aber wir werden es brauchen. Und aufleveln werden wir dabei auch. Die Frage ist nur, wo brechen wir ein? Ob es wohl... Hier haben wir, glaube ich, bloß ein Auto geklaut. Ob es hier wohl sonst noch was zu holen gibt? Wir schauen einfach mal. Achso, ich muss genau wenden, weil sonst ist ja meine Fahrertür blockiert. Oh, dieser Bus ist so unübersichtlich. So, jetzt müsste ich doch über diesen Zaun kommen. Hops. Lass mal schauen, hier sind vermutlich überall noch Kameras. Und ich komme hier nirgendwo rein, wie mir scheint. Lauf einfach weiter. Du hohle Nuss. Okay, ich muss darüber. Was? Okay, wir lassen uns schnappen. Scheiß drauf. Na? Hey, hab keine Angst. Ich bin für dich da. Guck mal, ich streichel dich. Och ja, alles wird gut. Alles wird gut. Keine Sorge. Die Polizei ist schon auf dem Weg. Ich bin bei dir. Hey! Ich habe versucht, diesen verängstigten Anwohner zu trösten. Die Polizei wird auch immer unfreundlicher. Also wirklich. Da sorgt man sich um seine Mitmenschen. Ich fahre mal auf den Parkplatz und schlafe. Ich glaube, nachts einzubrechen macht immer noch am meisten Sinn. Deshalb möchte ich auch bei dieser alten Einbrechertradition bleiben. Ich denke mal, 11 müsste eigentlich auch reichen. Dann versuchen wir hier möglichst viele wertvolle Dinge zu stehlen. Oh, da kommt... Ja, da kommt jemand. Ich warte mal. Schöner Tag heute. Echt. Beziehungsweise schöne Nacht. Diese Sterne. Wow. Wow. Guten Abend. Wohin des Weges? Hallo,
Gute Nacht. Ja. Keine Sorge, ich wohne hier. Vorbei an den Kameras. Nichts leichter als das. So. Das ist doch hoffentlich jetzt nicht so schwer. Oder? Oh, das Licht an. Das ist natürlich ein nicht so gutes Zeichen. Okay, wir müssen irgendwie hier, ja. Okay, wir haben es geschafft. Der liegt. Aber die sind hier nicht allein. Also er ist nicht allein, das weiß ich. Da drüben ist noch Licht an. Ach, die Dame macht sie noch fertig. Ui. Hübsch. Ich würde möglichst versuchen, hier die ganze Bude leer zu räumen. Aber dafür müssen wir die Kameras ausschalten. Okay, ich sehe eine Person liegen. Das blaue Kabel kann raus, das rote Kabel kann raus. Und dieses gelbe. Kameras sind definitiv aus. Okay, sie schlafen beide, das ist gut. Dann schmeiß ich zuallererst den Fernseher über den Zaun. So, hier. Der geht dabei natürlich nicht kaputt. Schlaft schön weiter. Wo sind die wertvollen Sachen? Hier haben wir einen Laptop. Drucker, schmeiß mal über den Zaun. Da schmeißen wir alles an derselben Stelle über den Zaun. Dann fahren wir mit dem Auto und dann müssen wir nur einladen. Das ist, glaube ich, sinnvoller so. So ein bisschen weg von dem Schlafzimmerfenster, damit sie mich nicht mehr hören. Und dann hier wieder bei der Mülltonne. Bloß kein Lärm machen. Beide schlafen. So wie sich das gehört. Töpfe kann man mal mitnehmen. Bringt zwar jetzt nicht so viel Geld, aber immerhin ein bisschen. Dann machen wir hier noch die Schränke auf. Hier sind bloß Schuhe. Und ein Smartphone. Hier scheint auch nichts wirklich Interessantes drin zu sein. Aber offensichtlich ist diese ganze Stadt großer Fan von Origami.
Schön vorsichtig. Hier haben wir noch mal ein... Oh, Inventar ist voll, das ist schlecht. Dann müsste ich wohl noch mal kurz zu meinem Auto und ein bisschen was ablegen. In dieser formschönen Schachtel. Ich fange mal von unten an. Ja. Warum? Achso, die geht da natürlich nicht rein. Das ist blöd. Ich habe auch sonst gerade nichts, womit ich das austauschen könnte. Aber was soll's. Ach, guten Abend. Hallo. Oh, so, hier erstmal die Post einwerfen. Ja, okay, ganz normal. Alles ganz normal. Tschüss. Ja, bleibt ruhig liegen. Alles gut. Euch wird nichts geschehen. Den Receiver nehmen wir mit. Die Fernbedienung nehmen wir mit. So, hier war genau das Tablet. Das möchte ich natürlich haben. So, da ist nichts mehr. Höchstwahrscheinlich wird hier drin auch jeweils nichts sein. Dann würde ich gerne hier noch gucken. Oh oh. Oh oh. Sehr, sehr schlechte Position. Oh, es könnte aber auch an der Zeit liegen. Wir gehen jetzt erstmal. Fürs Erste. Wir haben ja ein bisschen was zu verkaufen. Zumindest einen Drucker und einen Fernseher. Wobei ich tatsächlich gern mehr auf einmal mitgenommen hätte. Dann vielleicht schlafen wir einfach nochmal. Bis nachts. Oder wir versuchen hiermit erstmal unser Glück. Bisschen Geld dürfte es ja geben. Und bevor wir es verbocken und alles ist weg, sichern wir erstmal das, was wir haben. Ist doch völlig logisch. So, ab ins Versteck. Wir müssen auf jeden Fall ein Tablet hacken. Ah, ja. Oh, Level aufgestiegen. Sehr schön. Dann hacken wir hier mal ein bisschen drauf los. Oh, das sieht sehr kompliziert aus. Ich weiß nicht, ob wir das so einfach hinkriegen. Ich gehe aber natürlich davon aus, dass das für uns gar kein Problem ist. Nur hier unten wird das nichts. Ja, so könnte das klappen. Ja, oder auch so. Ich glaube, das hier ist vielleicht doch ein Ticken komplizierter als sonst. Ah, ich hab's. So kompliziert war es dann eben auch nicht. So, dann können wir den Rest gleich verscherbeln. Für hier haben wir vermutlich nichts dabei.
Auch wenn das hier mal gut Kohle gibt. Den Fernseher will niemand, den Drucker will keiner. Ach, schade. Oh, Kinokameras. Ja, moin. PC-Bildschirme. Ja, moin. Dann fahren wir mal kurz ins Pfandleihhaus. Bisschen was abgeben. Wenn auch nicht sehr viel. Welcome Ja, back. Tag. Red nicht so viel. Oh, ist jetzt leider gar nicht so viel Geld gewesen. Tatsächlich. Wir haben gerade mal 12.000. So kommen wir aber nie wirklich bis zu dem Laptop. Wir brauchen wieder ein Anwesen, was sich irgendwie mehr rentiert für uns. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen umsehen. 201 war jetzt nicht so interessant. Ich glaube, die Gebäude hier oben sind dann doch etwas rentabler. Wie schaut's denn mit der 207 aus? Ich stelle mal das Auto gleich auf den Parkplatz und dann sehen wir uns da erstmal um. Ob man hier etwas Interessantes sieht. Wir werden über die Hecke müssen. Das Grundstück an sich ist auch gar nicht mal so klein. Ich habe doch gerade jemanden gesehen. Ich würde gern etwas über die Bewohner wissen, bevor ich da einbreche. Da gibt es einen Schrank zum Verstecken. Ich bin kein Einbrecher, ich bin Stalker. Also auch die Passanten hier müssen sich keine Sorgen machen. Komme ich auf diesen Stein, das wäre nämlich super. So zwecks Aussicht. Aber es scheint nicht so. Von hier aus sieht man auch nichts. Es ist alles sehr gut umwachsen. Auf jeden Fall ein sehr schönes Grundstück. Es geht. Moin. Ja, gut. Wir haben hier auf jeden Fall einen Wachmann. Und somit sehe ich auch ein bisschen die anderen. Dann schlafe ich kurz. Ich will die komplette Routine wieder vollständig haben. Aus Sicherheitsgründen. Je mehr wir wissen, desto besser. Ups. Ich habe nichts Böses getan. Okay, hier haben wir wieder die Routine. Das heißt, wir schlafen noch mal. So, das sollte dann reichen. Guten Abend, hallo. Der Wachmann sieht uns ja sowieso nicht. Der war doch gerade irgendwo da unten.
Toll, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Okay. Es würde bloß der Morgen fehlen. Und wir müssen sowieso über das Auto wieder da rein. Das heißt, das könnten wir schon mal so langsam positionieren. Müssten allerdings wenden. Stehen wir ausreichend gut? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch mal eine Kamera. Das ist bloß eine Laterne. Es scheint fast so, als gäbe es hier zwei Wachen. Und die Bewohnerin. Ach, cool. So könnte ich noch jedes Mal entkommen. Ist das schon illegal? Gibt es hier draußen Kameras?